Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, liebe Freunde, wir wollen uns mit einem weiteren Kirchenvater befassen, dem heiligen Irenäus von Lyon. Er war ein Schüler des heiligen Polycarp von Smyrna. Dieser wiederum war ja ein Schüler des Apostels Johannes. Und so haben wir wirklich eine direkte Verbindung in einer folgenden Generation zu den Aposteln. Ich möchte diese kleine Abhandlung über den heiligen Irenäus, die in mehreren Folgen bestehen wird, mit einigen Worten beginnen aus seinem ersten Buch Ad Contra Hereses, gegen die Heresien. Es gibt Leute, welche die Wahrheit aus dem Hause schicken, die Lüge aber hereinrufen und endlose Stammtafeln erdenken, die mehr Klügeleien fördern, wie der Apostel sagt, als göttliche Erbauung im Glauben. Durch Scheingründe, die sie geschickt zusammenstellen, verführen sie die Halbgebildeten und nehmen sie gefangen, indem sie des Herrn Worte fälschen und schlechte Deuter seiner guten Reden werden. So bringen sie viele auf Irrwege unter dem Deckmantel der Wissenschaft, Gnosis genannt, als ob sie etwas Höheres und Größeres zu zeigen hätten als den, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Lenken sie viele ab von dem Urheber der Ordnung und Schönheit des Weltalls. Wie Ratgeber leiten sie durch kunstvolle Worte die Harmlosen auf den Weg des Suchens und stürzen sie ratlos ins Verderben, bis diese zur Gottlosigkeit und Lästerung gegen den Welterbauer gelangt sind und die Lüge von der Wahrheit nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Die Lüge zeigt sich nämlich nicht als solche und lässt sich nicht in ihrer Nacktheit erblicken. Geschickt versteht sie es, sich in ein ehrbar Gewand zu kleiden, um nach außen für eine urteilslose Menge wahrer zu erscheinen als die Wahrheit selber. Diese wunderbaren Worte der Vorrede des ersten Buches gegen die Heresien sind Worte, die ganz wunderbar auch in das gegenwärtige Zeitgeschehen passen. Es scheint wirklich so, als ob auch im 20. Jahrhundert in unserer heiligen Kirche die Wahrheit aus dem Haus weggeschickt worden wäre und die Lüge hereingerufen worden wäre, wo man sich etliche Klügeleien ausgedacht hat und eben die göttliche Erbauung im Glauben unterlassen hat. Es sind Scheingründe zusammengestellt worden und mit diesen Scheingründen werden die Gläubigen nun gefangen genommen. Es werden eben viele Menschen auf Irrwege geführt unter dem Deckmantel der Wissenschaft, eben auch der theologischen Wissenschaft. Denken wir da nur an die ganze zeitgenössische Theologie nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eben auch in der Gegenwart. Die Menschen werden in der Kirche heute eher von Gott abgelenkt, vom Urheber der Ordnung und vom Urheber in besonderer Weise auch der Schönheit der Schöpfung. Kunstvolle Worte bringen sie, um die Menschen auf den Weg des Suchens zu führen, sie aber dann dort auf diesem Weg des Suchens ratlos ins Verderben zu stürzen, bis diese Menschen in Gottlosigkeit hineinfallen, in die Gottlosigkeit gelangen, in den Abfall von der heiligen Religion und eben sogar auch zu Lästerern Gottes werden, im schlimmsten Fall und infolge auch all dieser Verblendung die Lüge von der Wahrheit nicht mehr zu unterscheiden wissen.
So können wir eine wunderbare Anwendung eben des heiligen Irenäus von Lyon in diesen wenigen Worten von ihm machen auf unsere heutige, gegenwärtige Zeit. Irenäus ist wahrscheinlich der bedeutendste Theologe des zweiten Jahrhunderts. Er hat dann um das Jahr 202, 203 das Martyrium erlitten. Er gilt in gewissem Sinn auch als der Vater der katholischen Dogmatik, also des zentralen Teiles der heiligen Theologie. Er ist der große Theologe, Schüler Polykarps. Er stammt aus Kleinasien, ist aber später nach Gallien gekommen, nach Lyon gekommen, ist dort zur Zeit des Kaisers Marc Aurel Priester geworden und ging dann als Abgesandter der dortigen Märtyrer in den Sachen des Montanismus nach Rom und wurde dann Nachfolger des Bischofs von Lyon, der das Martyrium erlitten hat, um das Jahr 177, 178, Photinus von Lyon, das war sein Vorgänger. Biografisch ist uns vom heiligen Irenäus einiges überliefert, vom großen Kirchengeschichtsschreiber Eusebius im fünften Buch seiner Kirchengeschichte. Er wurde höchstwahrscheinlich in Smyrna auch geboren, zwischen dem Jahr 135 und dem Jahr 140. Und wir wissen nicht, wann er von Kleinasien nach Gallien gegangen ist, aber der Ortswechsel dürfte eben in Zusammenhang stehen mit der Entfaltung eben der christlichen Gemeinde, mit der Entfaltung auch der Heiligen Kirche. Das ist etwas ganz was Wunderbares, das wir in diesen ersten Jahrhunderten auch sehen, dass es eine große Wanderungsbewegung gibt, eine apostolische Wanderungsbewegung, dass Menschen ganz weite Strecken auf sich nehmen, um eben den Glauben auch dorthin zu tragen. Und da möchte ich Ihnen ein schönes Zitat jetzt auch in diesem Zusammenhang bringen vom heiligen Irenäus, von seinen Schwierigkeiten im Apostolat, vor allem seinen sprachlichen Schwierigkeiten, die er hatte. Da wir uns unter den Kelten aufhalten und zumeist in der barbarischen Sprache uns auszudrücken haben, darfst du weder die Kunst der Rede bei uns suchen, die wir nicht gelernt haben, noch die Sprachkunst des Schriftstellers, die wir nicht geübt haben, noch Schönheit des Ausdrucks und geistreiche Wendungen, auf die wir uns nicht verstehen. Vielmehr sollst du auch mit Liebe entgegennehmen, was wir einfältig, wahr und schlicht an dich in Liebe geschrieben haben. Du sollst es wie Samen und Keimlinge von uns empfangen und in dir wachsen lassen, der du gebildeter bist als wir. In der Welt deines Geistes sollst du viel Frucht von dem Wenigen bringen, das wir gesagt haben, und sollst den Deinen machtvoll darbieten, was wir in Schwachheit verkündigt haben. Auf deine frühere Frage hin haben wir uns eifrig bemüht, ihre Auffassung kennenzulernen, nicht nur um sie dir darzulegen, sondern um dir auch Hilfsmittel für die Aufdeckung ihrer Lügen an die Hand zu reichen. Ebenso sollst du auch eifrig den anderen dienen nach der Gnade, die dir der Herr verliehen hat, dass die Menschen nicht mehr durch ihre Spitzfindigkeit abwendig gemacht werden. Irenäus behauptet eben, dass seinem ganzen schriftlichen Werk jede rhetorische Kunst abgeht. Er sucht etwas anderes. Er sucht Genauigkeit, Präzision in der Theologie. Es geht ihm um die Wahrheitsliebe und es geht ihm um die innere Anteilnahme, die etwas sehr Wichtiges ist, um den Glauben fruchtbar zu verkünden. Ohne innere Anteilnahme, beiderseitige innere Anteilnahme, wird der verkündete Glaube nicht fruchten. Und wir sehen da, dass es eigentlich nicht so ein großes Problem ist,
wenn man sprachliche Einschränkungen hat, wenn man das eine oder andere nicht so gut kann. Wichtig ist es, dass eben der Same gesät wird, dass die Keimlinge empfangen werden und dann gut wachsen und gut gedeihen mit der Gnade Gottes. Irenäus hat das in eigener Erfahrung wunderbar erkannt und eben wunderbar auch umgesetzt. Irenäus ist dann Bischof und schließlich, was ihn kennzeichnet, ist eben, dass das ein Mann des Glaubens ist und ein echter Hirt. Vom guten Hirten, von Jesus Christus selbst, hat er den Sinn für das Maß, den Reichtum der Lehre, den apostolischen Eifer. Und er verfolgt als Kirchenschriftsteller ein doppeltes Ziel, die Verteidigung der wahren Lehre gegen die Angriffe der Heretiker. Die Gnostiker waren damals eben das große Problem. Und dann die klare Darlegung der Glaubenswahrheiten. Und mir scheint, beides ist etwas ganz Wichtiges auch für unsere heutige Zeit. Auf der einen Seite muss man doch die Irrtümer ganz klar benennen, ganz klar ja, auch beschreiben können. Was ist katholisch, was ist nicht katholisch? Das muss man ganz nüchtern sehen, ganz nüchtern den Menschen wieder sagen. Dieser Weg ist zu gehen und dieser Weg ist falsch. Wenn man da mal abbiegt, kommt man auf den falschen Weg. Da darf man als Geistlicher oder eigentlich jeder Christ darf da keine Scheu haben, die Wahrheit zu verkünden gegen die Irrtümer, gegen die Irrlehren. Und dann braucht es aber auch wirklich die Verkündigung des Glaubens. Und da hat Irenäus zwei große Werke geschrieben, die erhalten geblieben sind. Es sind die fünf Bücher gegen die Irrlehren, Adversus Hereses, Contra Hereses und die Darstellung der apostolischen Verkündigung, die man im gewissen Sinne auch als eine Art Katechismus bezeichnen könnte, wo eben die Dreifaltigkeit klar dargestellt wird, wo es auch eine Christologie gibt, wo das Traditionsprinzip auch verkündet wird. Das ist dem heiligen Irenäus von Lyon ein großes Anliegen in seinen Werken. Die Kirche seiner Zeit, des zweiten Jahrhunderts, war von der sogenannten Gnosis bedroht, einer Lehre, die eben behauptete, der in der Kirche gelehrte Glaube wäre eben nur etwas rein Symbolisches für die einfachen Leute, die die schwierigen Dinge nicht zu verstehen vermögen. Und dann gibt es die sogenannten Eingeweihten, die Intellektuellen, wenn man das so sagen kann, aber es stimmt nicht ganz genau überein, sind nicht unbedingt die Intellektuellen, so wie wir sie verstehen, sondern eben ein Kreis von Eingeweihten, eben die Gnostiker, wie sie sich nannten. Und die hätten alles verstanden, was dahinter liegt, ja, was hinter den Glaubensformeln liegt und hätten so dann eben einen wirklich intellektuellen Zugang zum Christentum, einen elitären Zugang zum Christentum. Und diese Bewegung der Gnostiker hat sich dann natürlich, weil sie ein großer Irrtum ist, zersplittert in viele verschiedenen Strömungen mit oft sehr seltsamen Gedanken, die aber auf manche dann trotzdem sehr anziehend wirkten. Ein gemeinsames Element der Gnostiker, ich kann jetzt nicht im Detail auf die Gnosis eingehen, auf die Gnostiker eingehen, aber ein wichtiges gemeinsames Element auch dieser verschiedensten Strömungen der Gnosis, die es da im Altertum gab, war der sogenannte Dualismus. Man verneinte den Glauben an den einen Gott, Vater aller, Schöpfer und Retter des Menschen in der Welt. Das machte man, um das Böse in der Welt zu erklären.
Ja, und die Gnostiker stellten die Behauptung auf, es gibt die Existenz eines negativen Prinzips neben dem guten Gott. Und dieses negative Prinzip, dieser negative Gott, wenn man das so sagen kann, der hätte die materiellen Dinge und die Materie hervorgebracht. Ja, und da sieht man schon etwas sehr Klares auch bei der Gnostiker, bei den Gnostikern. Sie haben eine sehr schlechte Meinung von der Schöpfung. Sie haben eine sehr schlechte Meinung von den materiellen Dingen. Sie haben auch eine sehr schlechte Meinung von der Leiblichkeit. All das geht auf ein böses Urprinzip zurück. So wie das Geistige auf ein gutes Prinzip zurückgeht, das Gott ist. Der Teufel ist kein Urprinzip. Das muss man immer sagen. Der Teufel ist selber auch ein Geschöpf. Die Gnostiker gingen da weiter. Ja, es gäbe ein gleichwertiges Urprinzip, so wie Gott, auch für das Böse. Der heilige Irenäus steht ganz fest in der biblischen Schöpfungslehre. Er widerlegt den Dualismus und eben auch diesen Pessimismus, von dem die Gnostiker erfüllt sind. Und er verteidigt ganz entschieden eben die Größe und Herrlichkeit der Schöpfung, die von Gott stammt. Wir wollen jetzt ein bisschen noch auf seine Lehren blicken, einen kleinen ersten Einblick. Es gibt da mehrere Bereiche, mit denen wir uns zu befassen haben, mit seiner Gotteslehre, mit seiner Christologie, mit seiner Lehre von der Erbsünde, auch ein bisschen mit dem Thema der Eucharistie bei Irenäus, mit der Bedeutung der Heiligen Schriften. Das Wichtigste ist aber das, was er im dritten Buch von Adversus Hereses eingehend als das Traditionsprinzip behandelt. Glaubensquelle und Glaubensnorm ist für Irenäus die in der Kirche fortlebende Lehrüberlieferung der Apostel. Die fortlebende Lehrüberlieferung der Apostel in der Kirche. Nicht irgendwo sonst, sondern in der Heiligen Kirche. Dort und nur dort lebt die Lehre der Apostel fort. Dort und nur dort in der Heiligen Kirche kann die Überlieferung lebendig auch sein und fortleben. Für die richtige Glaubensüberlieferung kommen vornehmlich die von den Aposteln gegründeten Kirchen in Betracht, denn die ununterbrochene Nachfolge der Bischöfe in diesen Kirchen von den Aposteln her verbirgt die Wahrheit der Lehre. Also Irenäus von Lyon unterstreicht ganz klar die Bedeutung des Episkopates, die Bedeutung der Bischöfe für die fortlebende Lehrüberlieferung. Ohne Bischöfe, ohne das Bischofsamt, ist eine Lehrüberlieferung in der Kirche nicht möglich. Die ununterbrochene Nachfolge der Bischöfe in den Kirchen, in den Teilkirchen, damit dann auch in der Universalkirche, die verbirgt die Wahrheit der Lehre. Weil es zu weit führen würde, die Bischofslisten aller von den Aposteln gegründeten Kirchen zu liefern, so wolle er bloß von der größten, sehr alten, allen bekannten und von den glorreichen Aposteln Petrus und Paulus gegründeten Kirche zu Rom den Beweis erbringen, dass die Reihe ihrer Bischöfe auf die Apostel zurückgehe und darum auch ihre Lehre apostolisch sei. Das ist ein,
ein ganz wichtiger Punkt, ja, die Bedeutung auch des Primates, des Bischofs von Rom, des Papstes. In der Kirche von Rom ist die apostolische Überlieferung immer und zwar besser bewahrt worden als in anderen Kirchen, die durch die allerorts wohnenden Gläubigen gebildet werden. Also das ist auch noch etwas, das man herausstellen muss, der besondere Vorrang auch der Kirche von Rom, des apostolischen Stuhles schlechthin, was die Überlieferung der wahren Lehre der Apostel betrifft. Und so wollen wir für dieses erste Mal jetzt schließen und dann in den nächsten Folgen über die Gotteslehre und die Christologie bei Irenäus von Lyon sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.